beendet die amerikanische Notenbank möglicherweise bald das Gelddrucken? Darüber wollen wir sprechen mit der Finanzexpertin Sandra Navidi. Frau Navidi, werden wir denn heute Hinweise kriegen vom Fed-Chef Jerome Powell, der ja seit gestern mit den wichtigsten Notenbankern der Welt debattiert darüber? Ich habe gerade nicht gehört, das Ende Ihrer Frage, aber ich glaube, es geht um die Geldpolitik, was jetzt bevorsteht. Dazu muss man sagen, dass es keine Einzelentscheidung ist von Jerome Powell, sondern eine kollektive aller Gouverneure der Federal Reserve, also der einzelnen regionalen Bezirke. Und dort haben sich in letzter Zeit die Stimmen gemehrt, die auf die Risiken hinweisen. Das Ganze ist ja ein Balanceakt zwischen den Vorteilen und Risiken, denn eins steht fest, je später man die Geldpolitik zurückfährt, desto schneller muss man es machen und desto größer sind dann auch die Risiken für den Kapitalmarkt. Viele sagen, der amerikanischen Wirtschaft droht schon jetzt eine Überhitzung und auch die Inflation liegt bei über 5% und könnte sich sogar verfestigen. Das sind doch eigentlich alles Gründe, die Zinsen zu erhöhen bzw. die ultralockere Geldpolitik ein bisschen zurückzufahren. Warum sind die Amerikaner so zögerlich? Die Fed hat ein Problem. Die Wirtschaftsdaten, die ihr vorliegen, sind alle aus der Vergangenheit. Und das größte Risiko, was der Wirtschaft bevorsteht, nämlich Delta, liegt in der Zukunft. Von daher muss sie unter einer Wolke der Ungewissheit agieren. Aber es stimmt natürlich schon, dass die Wirtschaftserholung Druck ausübt auf die Federal Reserve. Auch wenn die Erholung langsamer wird und nachlässt, von Schätzungen lagen erst ehemals bei gegen 9% sollte sie streben. Jetzt geht man von Schätzungen aus, die eher gegen 5% gehen. Aber selbst das wäre immer noch ein relativ starkes Wachstum. Und die Fed muss einen Interessensausgleich schaffen. Sie muss schauen auf Preisstabilität, auf Vollbeschäftigung, aber auch das Gesamtgut der Finanzstabilität im Auge haben. Und das muss sie austarieren. Ich gehe aber davon aus, dass zumindest mit dem Zurückfahren der Wertpapierkäufe begonnen wird, und zwar schon bald. Das wird jetzt nicht wahrscheinlich bei diesem Meeting entschlossen werden. Das ist ein Stimmungsbarometer. Da tauschen sich die Zentralbanker untereinander aus. Die nächste Sitzung der Fed steht im September bevor. Aber es kann durchaus sein, dass Signale jetzt schon mal ausgesendet werden. Die wird der Kapitalmarkt aufmerksam verfolgen, damit er sich auch schon vorbereiten kann. Und dann kann es sein, dass es das Zurückfahren der Wertpapierkäufe schon im Dezember möglicherweise beginnen wird. Sandra Navidi, danke schön für diese Einschätzung.